Willkommen bei die Autotester und damit zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit dem Skoda Scala. Skoda hat den Scala Ende 2018 vorgestellt als Nachfolger des sehr erfolgreichen Skoda Rapid. Und fahren durften wir das Auto das allererste Mal Anfang 2019. Jetzt gibt es allerdings die Erdgas-Variante. Und das heißt für mich, ich fahre heute 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn mit dem Skoda Scala G-Tech mit dem 90 PS starken 1 Liter 13er Erdgasmotor, um herauszufinden, was braucht er eigentlich wirklich bei einer ganz normalen Fahrt. Und natürlich schauen wir uns auch noch an, was der Kompakte sonst noch so zu bieten hat. So, los geht's in unserem Skoda Scala. 1 Liter G-Tech, das heißt, wir haben ein erdgasgetriebenes Fahrzeug unterm Hintern und haben jetzt gerade vollgetankt. Das heißt, der Benzintank ist voll, der Erdgastank ist ebenfalls voll. Und jetzt schauen wir mal, wie der Verbrauch sich entwickelt von unserem Fahrzeug und natürlich auch, was es sonst noch so zu bieten hat. Angetrieben wird der Wagen, wie gesagt, von einem 1 Liter Motor. Der hat 66 kW bzw. 90 PS, liefert maximal 160 Newtonmeter Drehmoment. Und ist hier im Fahrzeug gekoppelt mit einem sechsstufigen Handschaltgetriebe. Und Skoda gibt den Verbrauch des Fahrzeugs an mit 3,5 Kilogramm Erdgas je 100 gefahrene Kilometer. Und ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Wir fahren wie so oft 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Eine etwas angepasste Route, weil ich zu einer Erdgastankstelle musste. Die ist bei uns in Landshut etwas näher in der Stadt, also nicht so weit draußen wie normalerweise. Und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, wie das Auto sich so verhält. Skoda gibt die reine Erdgasreichweite an mit über 400 Kilometern. Wenn ich jetzt hier bei mir mal reinschaue in meinen Bordcomputer, sagt er mir aktuell 270 Kilometer haben wir reine Reichweite über CNG, also über das Erdgas. Bin mal gespannt, wie sich das über die Fahrt verändert, denn ich weiß halt nicht, wie der Wagen vorher gefahren wurde. Und es kann natürlich durchaus sein, dass man vorher fast nur Autobahn gefahren ist, etwas flotter unterwegs war. Und das merkt sich der Wagen natürlich und sagt dann irgendwann, hallo, damit schaffst du jetzt keine 410 Kilometer mehr. Aber wie gesagt, das schauen wir uns an. Wir werden es sicherlich sehr schnell feststellen. Für uns geht es jetzt zu Beginn mal direkt auf die Autobahn. Und wir schauen mal, wie das Thema Beschleunigung aussieht, wie das Thema Geräuschentwicklung aussieht. Natürlich auch, wie sich der Verbrauch verändert, wenn wir aktuell reinschauen. Wir haben jetzt eine Fahrstrecke gerade mal 2 Kilometer geschafft, haben einen aktuellen Verbrauch von 13,2 Kilogramm, einen Durchschnittsverbrauch von 3,5 und damit sind wir ganz genau in dem Wert, den Skoda angibt. Jetzt ist er gerade auf 3,6, 3,7 gesprungen. Und da sehen wir genau das, was ich vermutet habe, nämlich, dass der Fahrer, der das Auto gebracht hat, eben über die Autobahn gefahren ist, natürlich keine 80 oder 90 und dass daher der angegebene Verbrauch etwas höher ist und somit auch die Reichweite des Fahrzeugs entsprechend berechnet wurde. Wir sehen jetzt, wir können hier aktuell maximal 120 fahren, denn hier besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung und aktuell ist der Verbrauch jetzt schon bei 4,4 Kilogramm je 100 gefahrene Kilometer. Aber ich denke, wie gesagt, sobald wir von der Autobahn runter sind, wird sich dieser Wert wieder ein bisschen normalisieren. Wie bereits erwähnt, haben wir den Wagen vollgetankt und das heißt beim Scala als G-Tech, also als Erdgasfahrzeug, wir füllen 2 Tanks. Denn der Wagen hat zum einen einen kleinen Kraftstofftank, der reicht hier im Auto zumindest angegeben aktuell für, schau mal kurz, na komm, Reichweite CNG, Reichweite na, 110 Kilometer Restreichweite. Aber auch das ist normalerweise höher. Also ich würde mal sagen, rund 150 Kilometer sollte man nur mit dem Benzin weit kommen. Und dann gibt es eben noch obendrauf den etwas über 14 Kilo großen CNG-Tank. Und da muss man auch dazu sagen, bei diesen CNG-Tanks ist es ganz wichtig, wie sieht eigentlich die Temperatur gerade aus. Denn wir haben es schon immer mal wieder bei Testfahrten mit Erdgasfahrzeugen gehabt, dass man eben deutlich mehr einfüllen konnte, als eigentlich möglich sein sollte. Liegt aber, wie gesagt, daran, dass es mit den Drücken zusammenhängt, also wie hoch ist der Druck der Tankstelle. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, wie warm oder kalt ist eben das Erdgas in dem Fall. Denn je kälter, desto weniger Volumen. Und damit kann man natürlich entsprechend mehr einfüllen. Es gibt mittlerweile in Deutschland immer noch so um die 1000 Erdgastankstellen. Die sind über Deutschland verteilt, die kann man über eine, ja, nicht nur eine, aber mehrere Apps sehr, sehr gut finden, wenn man möchte. Und da sollte sich jeder einfach mal schlau machen, wenn er sich für so ein Fahrzeug interessiert, ob er eine Erdgastankstelle in der Nähe hat oder auch, sag mal, in
seinem Umfeld, wo er regelmäßig zum Beispiel vorbeifährt. Denn nur dann macht ein Erdgasfahrzeug wirklich Sinn. Wenn ich sage, ich muss regelmäßig an weit fahren, um das Fahrzeug zu tanken, macht für mich absolut keinen Sinn, würde ich mir dann eher ein anderes Fahrzeug zulegen. So, die Geschwindigkeitsbeschränkung ist aufgehoben. Wir können jetzt schneller fahren. Das war beschleunigt. Wir sind jetzt gleich bei 150 km pro Stunde. Und da merkt man auch, obwohl wir hier noch auf dem älteren Teil der Autobahn sind, das Geräuschniveau im Fahrzeug ist völlig in Ordnung. Ist nicht besonders laut im Auto. Der Wagen liegt sehr schön ruhig, trotz der Bodenwellen, die wir hier ab und zu finden. Da kommt also wenig im Innenraum an. Macht auf mich insgesamt hier auf der Autobahn sehr komfortablen Eindruck. Wir fahren jetzt mal wieder ein bisschen langsamer, nämlich die typischen 130, die wir auf der Autobahn ja auch fahren sollen. Und stellen die mal im Tempomaten ein. Dann können wir auch den Spurhalteassistenten, den wir hier an Bord haben, mal ein bisschen nutzen und ausprobieren. Wie man jetzt mitkriegt, das ist eine Reisegeschwindigkeit, die kann man hier im Auto sehr gut aushalten. Selbst wenn man so wie jetzt gerade eine Autobahn hat mit einigen Unebenheiten, ist es hier im Auto immer noch sehr komfortabel. Jetzt greift gerade bei mir der ACC, also der automatische Abstandshalter vom Tempomaten. Der reduziert jetzt gerade die Geschwindigkeit. Ich setze mal einen Blinker. Und das Schöne bei diesem System ist, er merkt quasi, was ich vorhabe. Denn ich setze einen Blinker und sobald ich anfange, die Spur zu verlassen, beschleunigt der Wagen schon wieder. Das macht nicht jedes Fahrzeug so schön. Und das ist eine Sache, die mir bei den Systemen, die aus dem Volkswagen-Konzern kommen, sehr gut gefällt. Denn das ist eigentlich bei fast allen so, dass das relativ weich und sehr, ja, sehr angenehm unauffällig funktioniert. So, wir sind jetzt ein paar Kilometer unterwegs mit 130. Schauen wir mal kurz. Durchschnittliche Geschwindigkeit 81, Fahrstrecke 14 Kilometer. Und wir schauen mal kurz. Reichweite jetzt 270 immer noch, also es ist nichts passiert. Reichweite Benzin immer noch 110, Verbrauch 4,3. Jetzt haben wir wieder die gleiche Situation. Der Wagen wird langsamer, weil vor mir ein LKW ist. Ich ziehe wieder raus. Und jetzt fängt er bereits an zu beschleunigen, ohne dass ich schalte. Wir haben einen Handschalter. Und auch das macht er gut für so einen kleinen Motor. Selbst bei 100 km pro Stunde, wenn er dann wieder beschleunigen soll auf 130, zieht er gemütlich an, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste vielleicht doch in 5 schalten. Funktioniert aktuell sehr ordentlich. Der Skoda Scala, das war der erste Skoda, der die neue Designsprache der Marke auf die Straße gebracht hat. Und das sehen wir hier unter anderem an dem sehr flachen und sehr breiten Kühlergrill und an den relativ flach gehaltenen Scheinwerfern. Die sind übrigens beim Scala immer in LED-Ausführung an Bord. Es gibt jedoch aber auf Wunsch auch Voll-LED-Scheinwerfer und die haben wir hier bei uns im Auto. Die sind bei uns aber Teil des sogenannten Emotions-Ausstattungspakets. Das kostet 1.330 Euro extra, liefert aber dann automatisch auch noch Voll-LED-Heckleuchten. Wenn wir uns die Farbe von unserem Auto anschauen, die heißt Titanblau Metallic, kostet allerdings 549 Euro extra. Der Wagen ist 1,79 Meter breit ohne Außenspiegel und damit ziemlich genauso breit wie zum Beispiel der aktuelle VW Golf 8 und rund 8 cm schmaler als ein Opel Astra und damit ein ganz typischer Vertreter der sogenannten Kompaktklasse. So, wir haben jetzt 20 Kilometer gleich hinter, also jetzt 18,1. Verlassen jetzt gleich mal die Autobahn, um mal so ein bisschen über Land zu fahren. Und aktueller Verbrauch jetzt 4,3 Kilogramm auf 100 Kilometer. Wir haben jetzt 18,5 Kilometer genau gefahren. Und da sehen wir, dass er sich auch ein bisschen einpendeln muss. Wir sind natürlich noch sehr weit weg von den 3,5 Kilogramm, die der Hersteller angibt. Aber jetzt schon wieder bei 4,2. Und schauen jetzt mal, was hier passiert, wenn das Auto über Land fährt. Übrigens auch jetzt, ich bremse noch nicht, das ist alles noch, aha, jetzt sagt er, ich soll mal bremsen, das ist bis hierhin alles noch der Tempomat gewesen, beziehungsweise die automatische Abstandsregelung. Und das macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Also man kann hier sehr gemütlich fahren, ohne sich großartig auf dieses Thema konzentrieren zu müssen. Wer sich für einen Skoda Scala interessiert, der muss mindestens rund 18.000 Euro auf den Ladentisch legen. Dafür gibt es den kleinen Benziner als Handschalter. Wer sich für den Wagen mit Erdgasantrieb interessiert, für den werden mindestens 22.200 Euro fällig. Das ist der aktuelle Preis für den GTEC in der Basisausstattung. Und wer sich für unseren interessiert, also das heißt in dem Ausstattungslevel Style, der muss mindestens 24.200 Euro bezahlen, wobei bei unserem Testwagen hier, wenn ihr also die Ausstattung auch noch haben wollt, noch eine ganze Menge dazukommt. Es gibt noch eine Menge Kleinigkeiten, die wir hier mit an Bord haben, die das Auto zum einen schöner, zum anderen komfortabler oder auch sicherer machen. Und
damit ihr mal so eine Idee kriegt, was da alles drin steckt, hier mal eine Liste eingeblendet mit all den Sonderausstattungen, die unser Testwagen hat. Und der hat dann hinterher, wenn ihr alles zusammenrechnet, also die etwas gehobene Ausstattung in der Basis plus die optionale Sonderausstattung, einen Gesamtpreis von rund 31.000 Euro. Ist dann nicht mehr ganz so billig, aber dann habt ihr auch ein sehr schön ausgestattetes und sehr komfortables Fahrzeug unterm Hintern. Die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme, die hat der Scala immer serienmäßig mit an Bord. Und so gibt es hier zum Beispiel einen Frontradarassistenten mit Personenerkennung und Notbremsfunktion. Es gibt eine Multikollisionsbremse, es gibt einen Spurhalteassistenten, es gibt eine Berganfahrhilfe. Das sind alles Dinge, die es bereits in der Serie gibt, also ab dem Basisfahrzeug. Wenn ich die zweithöhere Ausstattungslinie Ambition bestelle, dann kriege ich obendrauf noch Parksensoren hinten und kriege dazu auch noch einen Tempomaten und kann natürlich das Ganze noch mit weiteren Assistenten erweitern. Was genau drin ist und welche es optional gibt, das blende ich euch mal kurz ein, damit ihr so ein bisschen Überblick darüber kriegt, was für das Fahrzeug eigentlich machbar und möglich ist. Und es gibt für den Scala relativ viele Ausstattungspakete. Da habt ihr zum Teil Preisvorteile, die sind aber einfach mal logisch zusammengestellt, sodass man wirklich, sag mal, für den Bedarf die richtigen Assistenten oder die richtigen, sag mal, optionalen Ausstattungsmerkmale findet. Und deswegen hier mal die Liste mit den unterschiedlichen Ausstattungspaketen, die man bestellen kann und den jeweiligen Inhalten, damit ihr einfach ja mal ein Gefühl dafür kriegt, wie so ein Fahrzeug zusammengestellt ist und was man wofür bezahlen muss. So, wir haben jetzt 30 Kilometer hinter uns, rund. Und jetzt schauen wir mal kurz, 31 Kilometer Fahrsteigung, um genau zu sein, 25 Minuten unterwegs. Wir haben immer noch eine Reichweite, jetzt 280 Kilometer. Auf CNG, also Erdgas, immer noch 110 Kilometer logischerweise mit dem Benzin an Bord, denn das haben wir bisher nicht benutzt. Aktueller Verbrauch 3,8 Kilogramm im Durchschnitt auf 100 gefahrene Kilometer. Und wir rollen jetzt nach Landshut rein, fahren also jetzt mal in die Stadt, um zu schauen, wie sich das Fahrzeug hier schlägt. Denn im Stadtverkehr kann er vielleicht noch mal ein bisschen was gut machen, aber wir sind ja jetzt nur noch 0,3 Kilogramm von dem angegebenen Wert des Herstellers entfernt. So, und jetzt kommt das, was sein soll, nämlich die Stopp-Start-Automatik. In dem Moment, wo ich auskuppel und den Leerlauf drin habe und stehe, geht der Motor sofort aus. Und wenn es dann gleich weitergeht, wollen wir mal schauen, wie schnell der Wagen reagiert. Ich tippe mal beim Tritt auf die Kupplung, ist der Motor wieder da. Versuchen es jetzt. Ja, sobald ich die Kupplung trete, kommt der Motor. Damit habe ich beim Anfahren eigentlich keine Verzögerung. Das macht er ordentlich, das funktioniert unauffällig und gut. Für alle, die es interessiert, wir haben aktuell eine Außentemperatur von 21,5 Grad. Nur, falls ihr wissen wollt, welchen Einfluss das auf den Verbrauch haben könnte. Die Klimaanlage ist hier eingestellt auf 21 Grad und die Lüftergeschwindigkeit wie immer auf die kleinste Stufe, damit wir eben hier nicht so viele Geräusche im Fahrzeug haben. Und so fahren wir halt nach Vorschrift, also nicht zu schnell, nicht zu langsam. Einfach so wie immer. So wie wir mit dem Auto normalerweise fahren würden oder wie ich mit dem Auto normalerweise fahren würde, um halt einen, sag mal, echten Verbrauch zu ermitteln. Für alle, die das Format regelmäßig schauen, wir sind jetzt wieder da, wo ich immer sage, hier kann man den Grund sehen, warum ich nach Landshut gezogen bin oder einen der Gründe, und das ist genau dieser Ausblick hier. Wenn man nämlich das erste Mal in diese Altstadt reinfährt, hat man diesen Blick auf die große Kirche, auf die schönen alten Häuser rechts und links und hat hier für uns, für den Test wichtig, nicht nur eine 30er-Zone unter dem Hintern, sondern hat vor allen Dingen auch Kopfsteinpflaster, wenn das gefahren wird. Und das sorgt einfach mal dafür, dass man sehen kann bzw. hören kann, wie ist eigentlich die Verarbeitung hier im Auto. Und wie wir aktuell hören, hier klappert nichts, hier knarzt nichts, hier bleibt alles an seinem Platz. Und ganz wichtig für mich als Fahrer, ich merke von dem Kopfsteinpflaster wirklich relativ wenig. Also es ist natürlich, merke ich so ein bisschen was in der Lenkung. Natürlich merke ich auch im Hintern, dass wir jetzt wieder auf dem noch gröberen Untergrund unterwegs sind. Aber es kommen keine harten Schläge durch. Also es ist, wird alles schön so weggefedert, wie man das haben möchte. Der Wagen ist für seine Größe wirklich komfortabel. Lassen wir nochmal eben jemanden vorbei. Werden währenddessen von einem Taxi überholt. Auch sehr nett. Haben wir immer noch auf dem Kopfsteinpflaster. Also aktuell denke ich mal, auch hier mit dem nochmal unebeneren Untergrund. Das bisschen Klappern, was ihr im Hintergrund hört, kommt von der einen Kamera hier. Aber ansonsten macht das eigentlich alles einen vernünftigen Eindruck.
nicht das Gefühl, dass hier irgendwas irgendwo gespart würde. Bei unserem Scala, da fallen an der Seite sofort die schönen schwarzen Alu-Räder auf, denn normalerweise hat der Scala in der Basisausstattung 16 Zoll Stahlfelgen mit an Bord. Maximal bestellbar sind 18 Zöller und diese 17 Zoll Felgen hier, die kosten 190 Euro Aufpreis. Insgesamt ist das Auto 4,36 Meter lang und damit ungefähr genauso lang wie ein Opel Astra, aber rund 3 cm kürzer als der Klassenprimus Golf. Und wenn wir uns den Wagen anschauen, wir haben nicht nur die Ausstattungslinie Style, sondern wir haben auch das sogenannte Emotions Ausstattungspaket, von dem wir an der Front bereits gesprochen haben. Und deswegen hat unser Auto dieses große Panoramadach da oben in Schwarz. Ein schöner Kontrast zum Blau unseres Fahrzeugs. Und ganz wichtig, wir haben deshalb auch hier hinten diese Abrisskante in Schwarz, den sogenannten Dachkantenspoiler. Werden wir uns den Scala anschauen, den wir fahren, den G-Tech, also das Erdgasfahrzeug, dann finden wir hier unter dem Tankdeckel nicht nur den typischen Skoda Eiskratzer als Simply Clever Lösung, sondern wir finden neben dem Tankstutzen für das Benzin auch noch einen zusätzlichen kleinen Tankstutzen, nämlich fürs Erdgas. Und genau da ist der große Unterschied, wenn wir an die Tankstelle fahren. Wir haben eben nicht nur Benzin zu tanken, was hier mehr oder weniger die Reserve sein soll, sondern wir tanken eben über diesen Stutzen Gas nach, das im Normalfall, wenn nicht gerade die aktuellen Spritpreise gelten, deutlich günstiger ist als zum Beispiel Benzin oder Diesel. Jetzt ist der Untergrund wieder ein bisschen ebener und hier merkt man auch sofort, dass viel mehr Ruhe im Fahrzeug ist. Das hier ist übrigens die sogenannte Neustadt. Viele Restaurants, Cafés, viele kleine Läden, für alle, die mal nach Landshut kommen wollen. Immer ja, ein Besuch wert, sage ich mal. Jetzt haben wir wieder Kopfsteinpflaster, aber etwas feiner, um jetzt wieder auf etwas gröberen Untergrund zu kommen. Und auch hier merkt man wieder, ist alles gut. Das, was ich hier an Geräuschentwicklung im Auto habe, ist absolut in Ordnung. Wenig zu bemängeln. Wie gesagt, der Federkomfort ist sehr ordentlich. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, an dem ich wieder für Weihnachten Werbung mache, wenn wir denn dann Weihnachten wieder draußen sein dürfen in größeren Gruppen. Das hier ist die sogenannte Freiung. Das sage ich bei jedem Mal, wenn ich hier lang fahre, den Fahrradfahrer stehen lassen. Hier findet jedes Jahr der Weihnachtsmarkt statt in Landshut und das ist halt sehr schön mit diesem kleinen Vorplatz, umgeben von diesen bunten alten Häuschen. Es ist eine sehr kuschelige, heimelige Atmosphäre. Wenn ihr also in der Nähe mal seid und sucht einen schönen Weihnachtsmarkt, schaut euch Landshut an. Der ist nicht groß, aber wie gesagt, sehr, sehr hübsch und sehr gemütlich. So. Unser Verbrauch jetzt, wir sind im Moment in der Stadt unterwegs, noch nicht so lange, 3,9 Kilogramm auf 100 Kilometer. Wir haben jetzt 33,5 Kilometer gefahren. Schauen wir doch mal, wohin es weitergeht. Jetzt haben wir wieder Asphalt unterm Fahrzeug und schon ist es hier drin sehr schön ruhig. Das ist übrigens was, was mir beim Auto gut gefällt, wobei eine Sache ganz wichtig ist. Dieser kleine Motor, den wir hier unter der Haube haben, der macht sich schon bemerkbar. Also er ist jetzt nicht super laut, aber ja, er rührt so ein bisschen. Und gleich mal gucken, wir hier ein bisschen freie Bahn haben, dass wir mal kurz Gas geben können. Pass auf. Da kommt er. Das ist so dieses typische Geräusch von den Dreizylindern. Das kennen wir auch von anderen Motoren. Hört ihr es? Weil die Drehzahl ein bisschen hoch geht, kann man den Motor schon ja, deutlich von einem anderen Motor unterscheiden, finde ich. Und das ist aber, wie gesagt, gar nicht unangenehm, weil wenn man das Auto nämlich ein bisschen flotter fahren möchte, dann wirkt das so ein bisschen, ja, es unterstützt so ein bisschen den sportlichen Charakter, finde ich. Das wiederum ist dann ganz nett. So, wir wollen ja normal fahren und wollen ja gucken, was unser Auto so braucht. Deswegen wollen wir jetzt einmal weiter. Ganz gemütlich. Und schauen mal kurz, was er mir hier so sagt. Wo wir übrigens gerade so gemütlich durch die Stadt rollen, mal kurz was hier zum Thema Ausstattung. Wir finden hier in unserem Fahrzeug Rundinstrumente. Links Drehzahlmesser und Tankanzeige CNG. Rechts Kilometeranzeige, also Geschwindigkeitsanzeige und Tankanzeige Benzin. Und in der Mitte haben wir so ein kleines Kombi-Instrument. Das kennen wir aus den Volkswagen, sagen wir mal, Gruppenfahrzeugen schon seit langem. Das mir eben unterschiedlichste Angaben gibt, so wie jetzt gerade zum Thema Fahren. Ich kann aber hier auch unterschiedliche weitere Menüs aufmachen, also zu den Assistenten, zum Fahrzeug und so weiter und so fort. Also da gibt es wie bei allen anderen sag mal VAG oder Volkswagen Fahrzeugen oder Fahrzeugen aus der Volkswagen Gruppe die unterschiedlichen Informationen. Es gibt für das Auto auch auf Wunsch ein digitales Cockpit. Das kostet, glaube ich, 470 Euro extra und das gibt es zum Teil auch in Ausstattungspaketen. Das gibt es aber anscheinend, so wie ich es zumindest im Moment gelesen habe, nicht
für den Erdgaswagen. Also das, der sogenannte G-Tech oder G-Tech, der hat das überhaupt nicht im Programm. Egal wo ich lese, heißt es immer nicht für dieses Fahrzeug. In der Basisausstattung, da hat der Scala ein Infotainment-System in einem 6,5 Zoll großen Bildschirm hier in der Mitte. Ab der Ausstandslinie Style, also das ist die, die wir fahren, gibt es ein 8 Zoll großes System. Und wem das nicht reicht, der kann, ich glaube, für 1.190 Euro die Top-Version holen. Das ist dann Amundsen, das hat 9,2 Zoll und natürlich einiges mehr an Technik im Hintergrund. Übrigens, für den Preis gibt es dann eigentlich auch schon wieder das digitale Cockpit, was es, wie gesagt, für den Wagen, den wir fahren mit dem Erdgas, eben leider nicht gibt. Wenn man sich das Basismodell der Scala bezogen auf die Komfortaspekte anschaut, stellt man schnell fest, da ist noch Luft nach oben. Denn so sind zum Beispiel die elektrischen Fensterheber für die hinteren Türen nicht mit an Bord. Wenn man aber dann in die höheren Ausstattungslinien schaut, ändert sich das Bild komplett. Und so hat zum Beispiel unser Fahrzeug hier in der Ausstattungslinie Style immer eine 2-Zonen-Klimaanlage mit an Bord. Und auch die vorderen Sitze sind immer bereits ab Werk beheizbar. Auch am Heck gab es beim Skoda Scala zum allerersten Mal eine Designneuheit, nämlich kein Skoda-Logo mehr, sondern jetzt den Skoda-Schriftzug. Und dann typisch für dieses Fahrzeug die verlängerte Heckklappe in Glas, Sonderausstattungsmerkmal, jedoch bei uns Teil des sogenannten Emotions-Ausstattungspakets. Und diese schwarze Glasfläche mit dem Skoda-Schriftzug, finde ich, wertet das Heck des Fahrzeugs massiv auf. Darüber hinaus haben wir sehr schön gestaltete, bei uns in Voll-LED ausgeführte Heckleuchten. Sehr schön dreidimensional an der Seite mit diesem kristallinen Look, der typisch für Skoda ist. Und ansonsten, ja, schaue ich mir das Heck an und sage, sieht aus wie ein typischer Kompakter. Das Einzige, was ihn abhebt, das ist dieses Zeichen hier, G-Tech, das mir ganz klar sagt, das hier ist ein Fahrzeug, das mit Erdgas fährt. So, wir sind jetzt aus der Stadt raus und fahren wieder über Land und sehen, wir haben jetzt aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 4,3 Kilogramm je 100 gefahrene Kilometer und sind damit 0,8 Kilogramm weg vom angegebenen Wert. Finde ich aber nicht dramatisch, wir haben jetzt gerade so rund 45 Kilometer hinter uns und ich bin mal gespannt, wenn wir im Moment über Land fahren, in welche Richtung sich dieser Wert hier bewegt. Wir haben gesehen, in der Stadt ging der Wert natürlich im Vergleich zur Autobahn deutlich nach unten und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was hier passiert. Wichtig ist übrigens, bei dem Handschalter gibt euch das Fahrzeug Gangempfehlungen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich losfahre, sehen jetzt hier oben rechts, zeigt er den zweiten Gang an. Jetzt kommt er mit dem Hinweis auf den dritten Schalten. Jetzt kommt er wahrscheinlich, ich schalte schon bevor die vierte kommt, aber gerade so wie jetzt, vierter auf fünfter. Das macht uns ein bisschen abhängig auch davon, wie stark man Gas gibt, also wie dynamisch man fährt. Aber jetzt zum Beispiel auch, er merkt, du brauchst eigentlich nicht mehr viel Kraft, also schalte bitte auch mal den sechsten. Das funktioniert relativ gut und da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Das ist einfach ein guter Hinweis, um, wenn man so vor sich hinrollt, nicht zu vergessen hochzuschalten, denn das spart natürlich Kraftstoff. So, hier haben wir eine etwas zügigere Kurve gehabt. Da kann man sehr schön sehen, dass der Wagen recht ordentlich liegt. Dass es auch bezogen auf das Fahrwerk nicht wirklich was zu meckern gibt. So, hier können wir mal schauen, wie der Wagen beschleunigt. Und da kann man schön den Motor hören. Na gut, es ist kein Sportwagen. Jetzt haben wir die 100 Kilometer erreicht. Sicherlich auch nicht so gut für unseren Verbrauchswert. Aber ich denke, die Beschleunigung reicht fürs normale Fahren mehr als aus. 90 PS bei so einem kleinen, leichten Auto sind auch für gewöhnlich vollkommen okay. Während der Fahrt über Land können wir mal über die Themen Fahrwerk, Lenkung und Bremse sprechen. Das Fahrwerk finde ich sehr schön ausgewogen, denn das bietet genug Komfort, wie wir zum Beispiel in der Stadt auf dem Kopfsteinpflaster gemerkt haben, ist aber trotzdem straff genug, um auch bei etwas zügigerer Kurvenfahrt nie das Gefühl aufkommen zu lassen, man hätte den Wagen nicht unter Kontrolle oder dass das Auto sich zu sehr neigt. Die Bremse ist schön dosierbar, macht für mich einen guten Job und lässt auch da wieder so ein bisschen dynamischeres Fahren problemlos zu. Bei der Lenkung ist es so, dass die, wie ich finde, sehr schön ausgewogen ist. Das heißt, ich habe eine vernünftige Reaktion in der Lenkung. Sie ist auch präzise, aber sie ist nicht zu präzise, als dass man das Gefühl hat, das Auto würde nervös sein oder man müsste zu genau darauf achten, wie man fährt. Und das sorgt einfach für ja, einen Komfort plus, wenn man mit dem Auto zum Beispiel auch wie jetzt gerade mit etwas mehr Kurven über Land unterwegs ist. Wenn ich mir die Materialauswahl und die Verarbeitung hier im Scala anschaue, dann stelle ich fest, ich finde hier im oberen Teil der Türen und auch im oberen Teil des Armaturenbretts überall Softtouch-Materialien. Gehe ich ein bisschen tiefer, dann gibt es hier auch an der Mittelkonsole oder auch in der Tür
selbstverständlich Kunststoff. Das ist aber für diese Fahrzeugkategorie und auch für die Preisklasse absolut nicht ungewöhnlich. Im Scala hat man es aber geschafft, einen vernünftigen, sag mal, Farbmix zu schaffen. Das sind alles so Schwarz- und Grau- und Metalltöne. Und hat auch dafür gesorgt, dass die Oberflächen da vernünftig aussehen, sodass hier nie das Gefühl ankommt von, hier musste gespart werden oder ah, das ist billig. Und darüber hinaus ist es so gut verarbeitet, dass hier im Auto nichts knarzt. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Fahrt auf unebenen Oberflächen bereits rausfinden dürfen. Sprechen wir noch mal kurz über das Thema Ablagen hier im Fahrzeug. Der Skoda Scala, der bietet hier in den vorderen Türen Ablagefächer für Flaschen mit bis zu 1,5 Liter Inhalt, also ein sehr großes Fach. Dahinter habe ich dann ein normales Ablagefach und typisch für Skoda auf Wunsch hier den Papierkorb, der im Seitenfach. Dann finde ich hier im Vorderbereich unten links unterhalb vom Lenkrad noch ein kleines Fach. Das ist gut für einen Schlüssel oder für ein Portemonnaie. Wenn ich mir die Mittelkonsole anschaue, dann gibt es hier vorne ein normal großes Ablagefach vor der Schaltkulisse. Da ist übrigens auch optional das induktive Laden für Mobiltelefone zu finden. Und für alle, die es interessiert, serienmäßig gibt es übrigens hier vorne auch zwei USB-C-Anschlüsse. Wenn ihr auf dem hinteren Teil der Konsole auch welche haben wollt zum Laden, dann müsst ihr dafür extra zahlen, die sind nicht in der Basis dabei. Dann finden wir hinter der Schaltkulisse, also in der Mittelkonsole, zwei Becherhalter. Auch hier wieder ein typisches Skoda-Feature. Ich kann meine Flasche mit nur einer Hand aufmachen, denn da gibt es unten so eine Noppen-Oberfläche, die dafür sorgt, dass die Flasche hält und ich quasi mit einer Hand den Verschluss aufdrehen kann. Und dahinter habt ihr hier im Fahrzeug die Mittelarmlehne, die ist leicht verstellbar und darunter, also könnt sie nach oben klappen und darunter findet ihr nochmal ein kleines Fach als zusätzlichen Stauraum. Die Mittelarmlehne könnt ihr nach vorne schieben, wenn ihr möchtet, sodass die Auflagefläche da ist, wo ihr sie haben wollt. Darüber hinaus gibt es natürlich hier noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach und selbstverständlich findet ihr auch auf der Rückbank in den Türen zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Wer bei seinem Skoda Scala eine elektrische Heckklappe haben möchte, so wie wir sie haben, der muss leider 350 Euro extra dafür zahlen. Aber dahinter öffnet sich dann dennoch, ob elektrisch oder nicht, der Kofferraum. Und das heißt, wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 339 Liter mit aufgestellter Rückbank. 1282 Liter sind es, wenn man die Rücksitze umklappt, die übrigens geteilt umklappbar sind. Auch das im Verhältnis 60 zu 40 ist Serie beim Skoda Scala. Zum Thema Volumen, wichtig noch zu wissen vielleicht, der Klassenprimus Golf, der hat bei aufgestellter Rückbank rund 50 Liter mehr Volumen, bei umgeklappter Rückbank rund 50 Liter weniger Volumen als der Scala. Was wir hier aber auch sehen, das sind so zwei, drei Simply Clever Features vom Scala. Das ist so typisch Skoda. Zum einen hier dieses Gepäcknetz unterhalb von der Hutablage. Dann haben wir hier, was ich richtig klasse finde, diese Wendematte im Auto. Eine Seite Kunststoff, andere Seite Stoff, also einmal schön, einmal praktisch. Die ist allerdings aufpreispflichtig, kostet aber nur 50 Euro und die sind dann sicherlich gut angelegt. Für alle Sonnenanbeter unter euch, es gibt hier fürs Fahrzeug ein Panorama-Glasdach, das kostet 730 Euro extra. Und das hat unser Testwagen auch und das heißt, ich kann hier dieses Rollo beiseite fahren, elektrisch, und kann somit mehr Licht ins Fahrzeuginnere holen. Für alle, die es mögen, ich persönlich habe das bei diesen Fahrzeugen meistens zu, denn ich mag es beim Autofahren nicht, wenn mir die Sonne aufs Dach scheint. Für alle Smartphone-Nutzer, ihr könnt natürlich hier im Fahrzeug euer Mobiltelefon per Kabel mit dem Wagen verbinden und dann über die USB-C-Schnittstellen das Telefon laden. Es gibt für den Wagen Apple CarPlay und Android Auto ab der Ausstandslinie Style serienmäßig. Darunter kostet es 150 Euro Aufpreis und es gibt für alle, die das mögen, auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel die optionale induktive Ladeschale zusammen zu nutzen mit Wireless Apple CarPlay. Und das ist dann wieder das Neueste, was es aktuell im Markt gibt. Das heißt, ihr könnt komplett auf jegliche Form von Ladekabel oder Kabelverbindung mit dem Telefon verzichten. So, wir haben jetzt 65 Kilometer hinter uns. Jetzt schauen wir mal kurz, wie unser Verbrauch sich entwickelt hat. Wir sind über Land unterwegs, Durchschnittsgeschwindigkeit 54 Kilometer pro Stunde. Fahrweg, wie gesagt, 65 Kilometer. Jetzt schauen wir mal kurz, 1 Stunde 12 Minuten unterwegs. Reichweite jetzt immer noch 280 Kilometer, zumindest auf Erdgasbasis. Immer noch 110 Kilometer basierend auf Benzin. Und wir haben einen Verbrauch von 4,3 Kilogramm Erdgas auf 100 gefahrene Kilometer. Wie ich finde, ein Wert, der immer noch völlig in Ordnung ist. Wir sind nach wie vor 0,8 Kilogramm über dem, was das Fahrzeug laut Hersteller verbrauchen soll. Das Platzangebot hier im Skoda Scala ist zumindest auf den vorderen Sitzreihen auch für große Menschen wirklich sehr ordentlich. Ich mit meinen fast 2 Metern, ich sitze hier wirklich sehr gut und komfortabel, habe sogar noch Kopffreiheit
über und kann das Lenkrad so einstellen, dass ich die perfekte Sitzposition finde. Ein Grund, warum ich mich hier so wohlfühle, sind sicherlich auch die Sportsitze, die wir hier in unserem Fahrzeug vorfinden. Die sind übrigens Teil des aufpreispflichtigen Ausstattungspakets Dynamic. Das kostet knapp unter 500 Euro. Aber bisher muss ich sagen, bezogen auf den Komfort und den Seitenhalt, sind die ihr Geld absolut wert. Wie es auf der Rückbank aussieht mit dem Platz, das schauen wir uns wie immer bei einem kurzen Zwischenstopp an. So, der geplante Zwischenstopp, um zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz habe ich nicht verstellt. Schauen wir mal, ob ich da so reinkomme. So, Skoda typisch. Ich habe vor den Knien noch ein bisschen Platz. Und wenn ich mich gerade hinsetze, dann berühren meine Haare so gerade eben hier den Stoff unter dem Glasdach. Aber im Grunde genommen passe ich und für so einen kleinen kompakten völlig in Ordnung. So, wir haben jetzt etwas mehr als 85 Kilometer hinter uns und fahren jetzt noch mal kurz auf die Autobahn, um ein Stück etwas schneller zu fahren. Haben aktuell eine Reichweite, die angezeigt wird, von 280 Kilometer mit CNG und immer noch 120 mittlerweile Kilometer auf Benzinbasis. Und unser Verbrauch liegt jetzt nach ein bisschen über Landfahren bei 4,1 Kilogramm auf 100 Kilometer. Jetzt schauen wir doch mal, was diese ein, zwei Abfahrten hier Autobahnstrecke an unserem Verbrauch wieder ausrichten. Denn ich denke, dass so ein Fahrzeug als, ja, gerade mit diesem CNG-Antrieb, ein sehr schönes Fahrzeug für jemanden ist, der öfter mal längere Strecken fahren muss. Weil dieser Antrieb einfach kostengünstig im Unterhalt und vor allen Dingen auch umweltschonend ist. Denn wir haben ja einfach deutlich weniger Stickoxide und ähnliche Dinge, die wir in die Luft pusten mit so einem Antrieb. Von daher denke ich, ist das vielleicht gar nicht mal so der schlechteste für Pendler. Wir fahren auf der Autobahn jetzt aber gemütlich, also geplant ist hier 130 zu fahren. Wir wollen ja unseren Verbrauchswert jetzt nicht zerstören. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen was vorbeilassen, denn aktuell ist noch zu viel Verkehr. So, wir haben jetzt 92 Kilometer geschafft, aktuell der Verbrauchswert 4,1. Also unsere Fahrt hier mit rund 130 Kilometer pro Stunde tut dem Verbrauch aktuell gar nichts. Ich bin mal sehr gespannt, wie es am Ende der Autobahnfahrt aussieht und vor allen Dingen, wie es nachher aussieht, wenn wir nachtanken. Wie gesagt, 4,1, damit 0,6 über dem angegebenen Wert des Herstellers. Was wir hier nochmal ausprobieren könnten, wäre der Lane Assist. Jetzt mal anhaben. Schauen wir mal kurz, was er kann. Hände vom Lenkrad. Aktuell wird das Auto ruhiger, langsamer, weil vor mir ein LKW ist. Bleibt es dann auch in der Spur. Bisher muss ich nichts tun. Es wird wahrscheinlich gleich wieder die Warnung kommen. Ah, der Wagen pendelt aber. Das wäre mir nicht dieses, was wir mögen, nämlich dass der Wagen in der Mitte der Straße bleibt. Sondern wir haben hier, das heißt das Lenkung übernehmen, hier im Grunde genommen so ein Pendeln von rechts nach links. Also kein, sag mal, Gefühl von teilautonomem Fahren. So, wir fahren mal von der Autobahn runter. Machen noch mal ein Stückchen über Land, ein Stückchen durch die Stadt, um auch auf den vernünftigen Verbrauchswert zu kommen. Für den Skoda Scala gibt es Benzin- und Dieselmotoren mit Leistung zwischen 95 bis rauf zu 150 PS. Unser Erdgasmotor hier, das ist ein 1 Liter Dreizylinder und der hat 66 kW bzw. 90 PS, ein maximales Drehmoment von 160 Newtonmetern. Und im Gegensatz zu seinen Benziner- und Dieselbrüdern gibt es den hier nur mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe. Die Benziner und Diesel, die gibt es mit 5- oder 6-Gang-Handschaltgetriebe bzw. sogar mit einem 7-Gang-DSG. Und diesen hier gibt es auch nur als frontgetriebene Variante. Und wenn wir die Motorhaube schon mal offen haben, sehen wir hier eine Besonderheit, nämlich ein weiteres Simply Clever Feature, und zwar den Einfüllstutzen hier für das Wischwasser. Der ist nämlich gleichzeitig auch noch ein Trichter. Was mir übrigens sehr gut gefällt, das ist das Lenkrad hier in meinem Scala, denn das ist so ein bisschen minimalistisch. Das ist, glaube ich, das Sportlederlenkrad, was ich hier habe. Aber ich habe links wirklich nur die Möglichkeit, die Sprachbefehle zu starten und den Audiobereich zu steuern, also laut und leise und auch vorwärts und nach hinten skippen. Auf der rechten Seite habe ich die Möglichkeit, die Assistenten an- und auszuschalten und mir die unterschiedlichen Ansichten des Cockpits aufzurufen. Das ist besonders interessant, wenn ihr ein digitales Cockpit habt. Und habe dann auch die Möglichkeit, mich durch dieses kleine Menü hier in meinem Cockpit zu klicken. Viel mehr finde ich hier gar nicht. Und das finde ich persönlich sehr schön aufgeräumt, ja, sehr ordentlich und macht auf mich einen guten Eindruck.
Wenn ihr den Tempomaten sucht, dann ist das hier bei dem Scala so, wie das bei vielen anderen VW-Modellen auch der Fall ist. Dafür gibt es einen separaten Hebel hier unten links am Lenkrad. Über den könnt ihr komplett den Tempomaten steuern. Das ist bei Seat genauso, wie das bei Skoda vorkommt oder auch bei VW-Modellen. Je nachdem, welche Baureihe und welches Modelljahr. Ganz wichtig übrigens, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder vor allem Verbesserungsvorschläge auch für das Format, dann schreibt die bitte einfach in die Kommentare, dass ich mich da mal orientieren kann, was ihr meint, was man besser machen oder anders machen könnte. Würde mich immer interessieren. Natürlich freue ich mich jederzeit über ein Abo oder ein Like. Und auch immer wieder gerne genommen ist die Information, was für Fahrzeuge ihr sehen wollt. Denn ich suche die immer so aus, wie ich denke, dass es gerade passt. Aber wenn natürlich Wünsche da sind, auch da bitte gerne Bescheid sagen. Wenn wir es lösen können, werden wir das Auto beschaffen und testen. So, die 100 Kilometer sind fast geschafft und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir gleich nachtanken werden, denn angezeigt werden aktuell 4,1 Kilogramm je 100 gefahrene Kilometer. Das war sie, meine Probefahrt. 100 Kilometer im Skoda Scala 1,0 G-Tech, der Erdgasvariante der Skoda Scala. Bevor wir über den Verbrauch sprechen, jedoch mal ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Ich finde das Exterieurdesign der Scala richtig gut und ich finde diese neue Designsprache von Skoda insgesamt sehr gelungen. Hier gefällt mir ganz besonders am Heck diese langgezogene Glashaube mit dem Skoda-Schriftzug drauf. Dann, wenn wir ins Interieur schauen, auch da ist alles frisch und sehr modern und ich finde sowohl die Gestaltung des Cockpits bzw. des Armaturenbretts als auch die restliche Form- und Farbensprache des Wagens wirklich sehr schön. Ein großes Lob gibt es von meiner Seite hier für die Sitze. Die sind zwar optional und kosten extra, aber diese Sportsitze sind extrem bequem und geben außerdem super Seitenhalt und das auch für große Menschen wie mich. Dann typisches Skoda Asset ist, ich habe Platz auf der Rückbank und in diesem Fall kann ich problemlos hinter mir sitzen. Das geht nicht in jeder Kompaktklasse. Jetzt aber zum Thema Antrieb. Es gibt eine Schwäche, die ich während der Fahrt nicht erwähnt habe und das ist das Anfahren. Ich habe es relativ häufig gehabt, dass mir der Wagen ja abgesoffen ist und das liegt einfach daran, dass der im unteren Drehzahlband ein bisschen wenig Druck hat. Das ist ein bisschen schade, denn ansonsten funktioniert die Kombination aus dem 6-Gang-Handschaltgetriebe und dem 90 PS starken Erdgasmotor sehr, sehr ordentlich. Der Wagen macht wirklich Spaß zu fahren und man kann auch in den oberen Gängen relativ schaltfaul unterwegs sein. Und das ist ganz gut, dass der Wagen eine Gangempfehlung hat, denn sonst hätte ich häufig vergessen, vom 5. in den 6. oder vom 4. in den 5. zu schalten. Skoda gibt das Auto an mit einem Verbrauch von 3,5 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer. Das ist normalerweise ein richtiges Schnäppchen, denn für gewöhnliches Erdgas locker 20 Cent billiger als Diesel oder Benzin. Aktuell sieht die Situation ein bisschen anders aus. Aktuell kostet Erdgas deutlich über 1,10 Euro und ist damit teurer als zum Beispiel der Diesel. Aber trotzdem, 3,5 Kilo ist eigentlich gar nichts für 100 Kilometer. Wir sind gefahren und haben festgestellt, in der Stadt schlägt er sich sehr gut, da kann er Boden gut machen. Auf der Autobahn geht der Verbrauchswert gerne auch über die 4, 4,5 bis auch auf 5 Kilogramm. Und wenn wir über Land gemütlich fahren, können wir wieder ein bisschen Boden gut machen. Am Ende unserer 100 Kilometer hatten wir eine Anzeige, die sagte 4,1 Kilogramm je 100 gefahrene Kilometer. Fand ich völlig in Ordnung. Dann kam der Tankvorgang und es kam die große Überraschung. Es war nicht 4,1, es war noch nicht 3,5, wie Skoda angibt. Nein, es waren 3,46 Kilogramm und damit ja, weniger als vom Hersteller angegeben. Aber wie gesagt, die Anzeige war bei 4,1 und bei Erdgas, das hatte ich während der Fahrt erwähnt, aufgrund der Temperatur- und Druckunterschiede, weiß man nie so genau, wie viel wir wirklich nachgetankt haben oder nachtanken hätten können bei exakt gleichen Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz ist der Scala bezogen auf den Verbrauch und auch auf seine sonstigen Werte definitiv keine Mogelpackung.